Nicht Halt machen möchte ich natürlich auch vor der Umweltproblematik. Ich habe dort zahlreiche Konzepte entwickelt, die bei den Verantwortlichen allerdings gleich im Tresor gelandet sind. Und vor allem im Bereich Energiegewinnung müssen wir umrüsten. Bis jetzt ist es ja so, es wird irgendwas aus der Erde ausgegraben, hier Kohle, Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Bauxit, Draht, Nickel, um nur zwei zu nennen. Und dann werden die irgendwie umgewandelt in was anderes. Ne? Also hier müssen wir neue Wege gehen. Wir müssen jetzt umrüsten auf regenerative Energiequellen. Es gibt da schon positive Ansätze. Ich sage nur Sonnenenergie. Ne? Wird ja schon genutzt im Solarium. Aber ich frage, was ist mit Mondkraft? Ne? Also die Energie, die die Sonne aufbringt, damit es am Tag hell ist, die muss ja der Mond aufbringen, damit es nachts dunkel ist. Aber Mondkraft wird nicht genutzt. Also nicht mal zum hedonistischen Gebrauch, also zum Genusse. Ne? Wenn ich wie heute hier die ganze Nacht hart arbeite und mich morgen mal monden möchte, ne? Dann kann ich gucken in den gelben Seiten hier nach Lunarium. Ne? So, also es gibt kein Mondstudio. Ne? Es gibt ja nicht mal für die türkischen Freunde, also es gibt ja nicht mal ein Halbmondstudio. So. Ja. Ich frage als nächstes, was ist mit Windkraft? Ne? Deutschland hat noch für über 40 Jahre Windreserven. Klingt viel, aber ich habe selber ausgerechnet. Also Windkraft kann fast überall preisgünstig abgebaut werden. Die Infrastruktur in Deutschland ist optimal. Also die Windkraftanlagen, ne, die stehen ja schon überall rum. Also die müssen bloß noch angestellt werden, dann erzeugen die Wind und ne, dann wird der Wind ins Kraftwerk umgeleitet, dort wird er zu Strom zermahlen. Ne, dem Wind wird das Ohm entzogen, er wird in Volt und Ampere aufgespalten und an der Steckdose liegt Watt an. So. Ja. Das sind ja alles Verfahren, die schon funktionieren. Geht ja alles bestens. Also in diese Richtung muss es gehen. Genau das gleiche hier mit Glühlampenverbot wurde ja auch schon angesprochen. Also ne, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, die Glühlampe zu verbieten, aber geht natürlich nicht weit genug. Also ich fordere Pfandauflicht, ne? Also dass das Brauchlicht abgegeben wird an Lichtstellen, dort wird es dann zu neuer Helligkeit recycelt und wird dann wieder eingeführt in den Kreislauf als Rücklicht. Ne? In diese Richtung muss es gehen, so weiterzumachen wie bisher. Das wäre intellektueller Trockenbau. Es wäre geistige Kleingärtnerei, also mentale Phimose. Wir müssen sehen, unsere Erde ächzt bereits jetzt unter diesen Bedingungen. Sie leidet, sie heizt sich auf. Und ich erhebe den Zeigefinger für alle zu Hause am Empfangsstutzen. Ich prophezeie schon jetzt, wenn die in Deutschland herrschende soziale Kälte reicht nicht aus, die Klimaerwärmung zu kompensieren.